Hallo zusammen, ich bin Louis Chabas, Sportwissenschaftlerin, Sporttherapeutin und ehemalige Leistungsturnerin. Heute fangen wir mit einem Spagat-Challenge an. Das habe ich extra für Anfänger vorbereitet. Pack dir deine Matte, zieh dir bequeme Klamotten an und bleib dabei! So, dann sind die Beine leicht geöffnet und wir gehen leicht in die Kniebeuge. Hände sind an der Hüfte. Bleib ganz gerade. Das rechte Bein vom Knie hoch und zur Seite öffnen. Das machen wir 10 Mal. Kurz mitmachen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 und das gleiche machen wir mit dem anderen Bein. 1 und seitlich absetzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, jetzt öffnen wir die Beine ein bisschen mehr und Knie beugen mit den Händen an den Knien. Stützen, Arme bleiben durchgestreckt und schieb deine Knie weiter nach hinten und Oberkörper nach vorne. Und das halten wir. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Knie durchstrecken. So, jetzt beugen wir das rechte Knie und das linke bleibt lang und zieh die Fußspitze an und wechseln. Wir bleiben erstmal oben, nicht so tief runtergehen und hier wechseln nach 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, hier gehen wir runter. Achte darauf, dass deine Ferse auf dem Boden bleibt. Und die Fußspitze bleibt auf der anderen Seite flex. Beide Hände stützen wir nach vorne in die Mitte. Also das Knie halten wir nicht vorne, sondern weit zur Seite öffnen. Und einige werden dabei Schwierigkeiten haben, die Ferse auf den Boden zu nehmen. Falls es gar nicht klappt und wenn du die ganze Zeit nach hinten kippst, dann kannst du auch ruhig etwas oben bleiben. Aber versuch Tag für Tag mit der Ferse weiter runterzukommen. So, jetzt die Fußspitze machen wir lang und flex. Anspannen und anziehen. Strecken und das andere Knie beugen, Knie weiter zur Seite öffnen, die Hände auf den Boden nehmen und Fußspitze anziehen und versuche auch bei der Seite mit der Ferse auf dem Boden zu bleiben. Achte bitte darauf, dass das Knie nicht vorne in der Mitte bleibt, sondern das Bein ist zur Seite geöffnet, Hüfte bleibt oben in der Luft. Am Anfang bei dieser Übung wirst du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Es ist etwas schwieriger, als es aussieht. Aber bitte nicht aufgeben. Es wird Tag für Tag besser sein. Also, wenn du mit der Ferse nicht ganz tief runterkommst, bleib ruhig dann weiter oben und dann versuchst du jeden Tag etwas tiefer zu gehen. So, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1.
Jetzt kommen wir in den Langsitz und Füße zueinander drehen. Wir gehen in den Schmetterlingsitz. Versucht den Rücken gerade zu halten und mit den Beinen hoch und runter federn. So, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Es kann sein, dass einige dabei hier bleiben und den Rücken überhaupt nicht lang machen können. Das ist überhaupt nicht schlimm. Glaub mir, je mehr du übst, desto besser wird das mit der Zeit aussehen. Wenn du einfach hier bleibst, dann versuchst du hier die Beine zu federn. Das ist nicht schlimm. Hauptsache du machst es mit. So, als nächstes an den Knien mit den Händen etwas runterdrücken. Wenn du zu weit oben bist, versuchst du mit gebeugten Armen. Wenn du weiter unten bist, versuchst du mit durchgestreckten Armen. Und das halten wir noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Beine schließen. Wir sind noch bei der Aufwärmung und wir müssen die Hüftbeweglichkeit ein bisschen mehr fördern. Dafür gehen wir auf die Unterarme und das rechte Bein strecken wir zum Boden lang durch. Und hier versuchen wir den Rücken nach oben zu tragen, die Handflächen zum Boden gedreht. Und versuch deine Fußspitze lang zu machen. So, wir lassen das Bein hier nicht locker, sondern versuch das Bein wirklich anzuspannen. Versuch dein Knie zu spüren. So, wir heben das Bein hoch. Achte drauf, wenn das Bein oben ist. Wir beugen das Knie nicht, sondern lang. Wenn du mit durchgestreckten Bein bis dahin hochkommen kannst, dann ist das deine Grenze. Nicht gebeugt weitermachen, sondern halte bis dahin, wo du langlassen kannst. Direkt machen wir mit dem anderen Bein weiter. Fußspitze lang, Knie durchstrecken und 1, 2, lang lassen das Bein, 4, 5, mitmachen und weiter, 7, 8, 9 und 10 und Beine schließen und das andere Bein wieder durchstrecken und das Bein hoch mit langem Knie zur Seite. Und nach unten schließen. Das machen wir jetzt nochmal. Also nach oben, nach außen kreisen, unten wieder lang. Und 2, 3, 4, 5. Und Beine wechseln. Versuch dich hier oben zu tragen, damit du hier in den Schultern keine Schmerzen oder Muskelkater bekommst. Und hoch zur Seite öffnen und nach unten schließen. 2, 3, 4 und 5. So, jetzt kommen wir in die Rückenlage. Beine nach oben zur Decke ausstrecken. Knie sind lang. Es kann sein, dass du hier die Beine nicht lang lassen kannst. Dafür müssen wir die Hinterbeinmuskeln mehr dehnen, damit die Beine lang bleiben können. Versucht so gut wie es geht, die Beine durchzustrecken. Wenn sie auch gleich gerollt bleiben, ist das auch nicht schlimm. Versucht nur das Beste zu geben. So, jetzt öffnen wir diese Beine zur Seite. Wenn die Beine gerollt bleiben, sieht das so aus. Das ist auch in Ordnung. Versucht so gut wie es geht durchzustrecken. So, jetzt lass die Beine komplett locker und mit den Händen oben leichten Druck nach unten geben und halte an deiner Grenze. Die Hände sind dafür da, damit die Beine nicht nach unten gehen, sondern hier schön festhalten. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Beine schließen.
Das machen wir noch einmal. Und Beine lang, so gut wie es geht. Von innen an den Beinen mit den Händen festgreifen. Langsam zur Seite öffnen. Und halten. Noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und 1. Und Beine wieder schließen. So, die nächste Übung sieht sehr ähnlich aus. Nur zur Seite gehen mit den Beinen. An deine Grenze ganz klein federn. Also es darf nicht so groß sein, nicht so viel Schwung kommen, sondern wirklich ganz klein. Das zählt eher zum dynamisches Dehnen. Und halten ist eher statisches Dehnen. Wir brauchen beides, um den Spagat zu können. So, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Beine schließen. Gut. So. Jetzt kommen wir in den Vierfüßlerstand. In dieser Position sind wir nicht im Kreuz, sondern wir tragen den Bauch, Rücken dann gerade. Und Schulter hochziehen, nach unten und hochtragen die Brust. Jetzt das rechte Bein öffnen wir zur Seite, also zur Seite lang durchstrecken. Meine Fußspitze ist fast auf der gleichen Linie wie mein Knie. Also wenn wir von hier eine Linie ziehen, ist das auf der gleichen Ebene. Und mach den Fuß flex. Hier rutschen wir mit dem Fuß Schritt für Schritt langsam zur Seite. Es kann sein, dass deine Grenze jetzt schon hier ist. Es soll am durchgestreckten Bein an der Innenseite ziehen. Also nicht bis zum Schluss gehen und direkt wieder hoch, sondern langsam rantasten. Guck selber, wo deine eigene Grenze ist. So. Langsam. Und wenn wir runterrutschen, wir drehen die Hüfte und den Oberkörper nicht zur Seite. Wir bleiben mit der Hüfte immer seitlich. Also von mir aus komplett gerade. Und Hände gehen mit. Und zur Seite rutschen. So viel wie du kannst an deine eigene Grenze. Wenn du weiter tiefer kommst, so wie ich, kannst du dich auf den Unterarm stützen. Und wenn du weiter oben bleibst, solltest du weiterhin auf den Händen bleiben. Wir halten noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und komm hoch und Beine schließen. Das gleiche machen wir jetzt mit dem anderen Bein direkt. Komm in den Vierfüßlerstand, Bauch hoch, Schulter nach hinten und das Bein zur Seite und Fußspitze flex und langsam zur Seite rutschen. Und dabei versuchen wir ganz gerade auf eine Linie zur Seite zu rutschen. Hände wandern mit. Und das untere Bein, also das hintere angewinkelte Bein, geht nicht nach innen. Das bleibt immer in 90 Grad Winkel. So, Beine zur Seite, wenn du tiefer runterkommst, auf die Unterarme stützen. Wenn du oben bleibst, so wie eben, bleib auf den Händen. Hauptsache, du hältst immer noch jetzt mit mir mit. Bitte nicht aufgeben. Während ich erkläre, solltest du die Übung weiterhin halten. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, komm aushalten. 2, 1 und drück dich hoch. Und 2 schließen. So, als nächstes gehen wir in den Froschsitz. Da öffnen wir die Knie zur Seite und die Füße bleiben hinten zusammen. Und geh so tief wie du kannst. Es kann sein, dass du auch schon so hier bleibst. Es kann sein, dass du auch tiefer reinkommst. Und das halten wir noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Und drück hoch. Einmal kurz die Handgelenke auslockern. Nochmal in den Vierfüßlerstand. So, jetzt öffnen wir die Beine mit den Unterbeinen zusammen und rutsch mit den Knien zur Seite. So wie du auch kannst. Und versuch hier alle bitte auf den Unterarm zu gehen. Und so tief wie du kannst runterkommen mit der Hüfte. So, jetzt bewegen wir die Hüfte nach hinten und nach vorne. 1 und 2 und 3. Und 4 und 5 und 6 und 7. Du wirst merken, weil wir hinten sind, dass es mehr zieht. Deswegen hinten ein bisschen länger warten. 9, der letzte und 10. Gut. Und komm auf Hände und Beine schließen. So, jetzt kommen wir in den Grätschwinkelsitz. Wir versuchen hier, die Knie lang zu lassen und dabei den Rücken auch gerade lassen. Es kann sein, dass bei Anfänger vor allem, wenn der Rücken gerade wird, dass die Knie sich beugen und dann die Knie durchgestreckt sind, dass der Rücken nach hinten geht. Das ist am Anfang normal. Versuch so gut wie es geht, dagegen zu arbeiten. Das nimmt schon 4-5 Wochen, bis man gerade sitzt und sogar noch länger, je nachdem wie intensiv man trainiert. So, das versuchen wir jetzt zu halten. Hinter den Beinen festhalten, Knie versuchen runterzudrücken und Rücken lang zu lassen. Und das hier halten. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und kurze Pause. Und kommt in den Grätschwinkelsitz, Füße flex, Hände bleiben zwischen den Beinen. Wir versuchen hier weiterhin jetzt die Knie durchzustrecken und langsam mit den Händen nach vorne wandern. Hier ist es wichtig, dass wir mit dem Kopf gerade bleiben, also immer noch weit nach vorne zuschauen. Du wirst auch merken, wenn der Kopf reingeht, wird das unter den Beinen weniger ziehen. Wenn der Kopf gerade ist, wird das unter den Beinen auch mehr ziehen. Das ist ja auch unser Ziel, aber es darf nicht zu knapp ziehen. Halte noch weiter mit dem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und komm hoch. So, jetzt öffnen wir die Beine. Langen Knien, nimm die Arme nach oben. Wir gehen mit beiden Händen auf den Boden. Die Knie dürfen nicht gebeugt sein, wir sind durchgestreckt. Wenn du nicht bis zum Boden schaffst, bleib oben, aber dafür die Knie bitte lang lassen. So, wir halten noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Beine auslockern. Das machen wir jetzt nochmal. Nur wir öffnen die Beine noch weiter zur Seite. So, mit den Händen auf den Boden stützen. Wenn die Knie gebeugt sind, versuchen wir die durchzustrecken. Und langsam mit den Füßen zur Seite rutschen. Dabei gehen wir mit der Hüfte nicht nach vorne, sondern bleib schön oben. So viel wie du kannst. Wenn deine Grenze hier ist, wirst du schon anfangen zu zittern. Dagegen solltest du die Knie eher durchstrecken und versuch da zu halten. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5. Weiter halten. 4, 3, 2 und 1. Super. Okay. Allerletzte Übung für heute. Und das haben wir nämlich schon eben gemacht. Beine leicht zur Seite öffnen. Eigentlich so viel wie du kannst öffnen. Und dann mit den Händen auf den Boden gehen. Dabei sind die Knie durchgestreckt. Und mach die Füße flex.
und mit den Fersen versuchst du langsam zur Seite zu rutschen. Knie sind lang, sonst bringt das gar nichts. Und halte da wirklich, wo deine Grenze ist. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 und 1 und stopp.